So, hier habe ich das Teil, was schon fast fertig ist. Ich habe hier noch eine Lampe daneben, damit ich gut sehen kann. Dann ziehe ich immer an der linken Kante entlang. Die jetzt rechts zu sehenden Kanten sind schon fertig, weil ich vorher das Werkstück umgedreht hatte. So, jetzt habe ich es mir also andersrum eingespannt und mache die anderen Kanten. Dann kann ich das immer auf mich zuziehen und ja, durch die Drehrichtung des Fräsers gleitet das drüber weg und ich habe keine Bedenken oder anders gesagt, ich muss nicht befürchten, dass ich das über meine Abgrenzung ins Holz rein frisst. Gut, jetzt mache ich mal hier noch ein paar Spuren. So, das sollte erstmal zur Demonstration reichen. Jetzt bin ich hier 4 mm tief überall. Also ich putze das noch sauber aus, weil ich festgestellt habe, dass auch wenn solche Fasern hier noch sind, die das Zinn am Fließen hindern, am zügigen Fließen in die ganze Figur rein. Deswegen mache ich das noch sauber. Es sind auch noch nicht ganz alle Kanten ganz weggefräst hier unten drunter. Dann nehme ich einen Kugelfräser und hinterfräse das hier unten. Das zeige ich dann nochmal. Und wenn das dann sauber ist und alles ausgefräst, dann gieße ich Zinn ein. Und das werde ich auch mit der Kamera aufnehmen. Gut, soweit bis hier.